Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Eine Bücherwoche, in der doch so ein bisschen was passiert ist, auch was sehr Positives passiert ist. Und ich glaube, damit fange ich dann auch direkt an. Zuerst, ja, meine Haare sehen etwas durch den Wind aus, denn das sind sie tatsächlich auch. Aber es geht jetzt morgen zum Friseur und ja, ich freue mich drauf, denn ich befinde mich aktuell ja in der Urlaubswoche, auch wenn ihr noch die Bücherwoche von vor das vor sozusagen jetzt hört, aber aktuell bin ich im Urlaub und ja, von daher, ja, wir hatten zum einen den Hangout mit der lieben Becky, wir haben ja wieder das Quartal beleuchtet, diesmal schon das dritte in diesem Jahr und es war ein wunderbarer Abend. Ich danke auch allen Zuschauern und Leuten, die im Nachgang sich das ansehen und kommentieren, wirklich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das anschaut. Becky und ich haben hier immer großen Spaß, uns auszutauschen und ja, wird es auf jeden Fall, denke ich, ja weiterhin eben so ein bisschen in diesem Quartalsrhythmus geben. Dann, ja, ist Nachwuchs bei uns eingezogen und ja, so mancher hat es ja mitbekommen, dass wir vor gar nicht so langer Zeit ja, unseren Kater, unseren Rambo gehen lassen mussten und es war ja in diesem Jahr schon die zweite Katze und ja, wir haben uns ein bisschen schockverliebt in eine Katze aus dem Tierheim und wir hatten am Sonntag dann einen Tierheimsbesuch und sind aber nicht ja, mit der einen Katze nach Hause gegangen, die wir geplant haben, sondern mit zweien. Ja, ich vermute, es wird demnächst so ein paar Bilder noch vom Nachwuchs geben, aber ja, sind beide aus dem Tierheim, sind auch noch relativ jung. Der Plan war ja tatsächlich eher ein bisschen was Älteres mitzubringen und ja, für alle, ja, wir haben ja ein Zweifamilienhaus, ich wohne ja hier mit meinen Eltern zusammen, jeder hat ein Stockwerk, jeder hat rund 80 Quadratmeter und unsere Katzen waren bisher eben immer so, dass die sowohl unten wie oben zu Hause waren. Ja, ich sag mal, es gab so die festen Schlafplätze, aber wenn jetzt eine mal nachts beschlossen hat, ich bleib in der anderen Wohnung, ist das auch absolut in Ordnung. So kam es auch schon mal, dass, wie wir in der Hochzeit ja hier auch 5 Katzen sozusagen hatten, dass manchmal das so ja, ungerecht aufgeteilt war, dass manchmal nur tatsächlich eine irgendwo war und die 4 anderen irgendwo anders, also in der anderen Wohnung. Ja, wir sind jetzt also wieder mit 4 Katzen ja, bestückt sozusagen, haben unser Herz hier an 2 ja, sehr junge Katzen, einmal 11 Wochen und einmal knapp 1,5 Jahre verloren. Und ja, 11 Wochen, ich höre alle, die sagen, wieso ist denn der von seiner Mama weg? Ja, die Frage haben wir, ach, da ist er auch schon, wenn man vom Teufel sozusagen spricht, ja, ein bisschen Katzen-Content, glaube ich, geht, ja, hier ist unser kleiner Wurm, na, der jetzt hier oben alles ein bisschen unsicher macht und das auch auf jeden Fall darf. Und ja, ich habe mich ebenfalls diese Frage gestellt, habe mich ebenfalls gewundert, warum jemand so früh schon seine Katze weggibt von der Mama. Weil ich sag mal, normal wird ja immer so 12, 14 Wochen empfohlen, aber das wusste die vom Tierheim auch nicht. Die hat eben nur gesagt, sie ist sehr dankbar, dass die Katze gebracht wurde und nicht einfach ausgesetzt wurde. Und ja, wir haben jetzt natürlich 2 Wirbelwinde sozusagen. Noch herrscht hier nicht die Harmonie zwischen den Katzen, wie man sie sich wünscht, aber das wird. Also sie sind jetzt auch erst 2 Tage da. Ich habe hier gar keine so hohe Erwartungshaltung, besonders an die eingesessenen Katzen hier. Und man muss das schon ein bisschen behutsam und langsam. Und ich glaube, dass wir da ein ganz gutes Gefühl haben. Wir haben ja auch schon immer Katzen und auch immer unterschiedlich zusammengewürfelt. Und ja, wer jetzt sich nach den Namen fragt, also das Mädel wird Luna heißen. Sie ist eine sehr helle, beige, weiße Katze. Und wir haben hier schon eine Sonne, also eine Sunny. Und ich fand es ganz passend, nun einen Mond zu haben, eine Luna. Und ja, bei dem Kleinen sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig. Aktuell geht die Tendenz zu Alf, weil er ein richtiger Vielfraß ist. Ja, wir werden sehen. Also ja, wir geben unseren Katzen gerne auch 2-3 Tage, um so ein bisschen ein Gefühl für den Charakter zu bekommen. Wobei bei Luna war es mir relativ schnell klar, dass sie so heißen wird. Und ja, jetzt ist er schon wieder weg. So schnell kann es gehen. Ja, das so ein bisschen zu den Update. Es ist auch so, dass wir die 2 Katzen jetzt nicht irgendwie als Ersatz betrachten. Ich glaube, jeder Tierfreund weiß, dass man vorangegangene, ja, im Grunde Weggefährten nicht ersetzen kann. Aber es ist eben einfach eine Bereicherung in unserem Leben und ja, die uns auch einfach mit Freude bringt.
Und wenn dann unsere zwei anderen auch noch Freude am Nachwuchs haben, wobei ich verstehe schon, ich fände es auch komisch, wenn hier auf einmal Babygebrüll wäre, ne? Kann man vielleicht schon gut verstehen, die zwei Damen, ne? Ja, du kannst hier ruhig ein bisschen rumwursteln, ne? Ja, entschuldige, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ja, das ist so ein bisschen passiert. Zudem gab es ja auch die erste Folge von The Masked Singer. Hier habe ich ja auch zusammen mit der lieben Anka einen Tag, einen Büchertag draus gemacht anhand der Kostüme. Ich packe euch den Tag auch mal unten in die Infobox. Heute kommt ja auch noch die zweite Folge, auf die ich mich dann auch sehr freue, mir die anzusehen, auch wenn ich sie nicht live sehen werde. Und ich habe noch einen Film die Woche geschaut. Darüber können wir, denke ich, auch ganz kurz sprechen. Ja, jetzt vor lauter Katzen-Content, aber kurz ein bisschen was auch zu den Büchern, wegen denen ihr ja auch hier seid. Die Woche hat begonnen mit Linwood Falls, Sommer der Liebe, Band 1, ich glaube, einer Trilogie von Helen Paris. Dann haben wir Nevernight 3, Die Rache von Jay Kristoff, beendet. Und dann sind wir gerade im Leseclub mitten noch dabei bei The Woman in the Window von I.J. Finn. Da haben wir die ersten 4 oder 5 Leseabschnitte noch in der Bücherwoche gelesen gehabt. Weil es ja doch ein rechter Wälzer, ich glaube es sind 10 oder 11 Tage, an denen wir hier lesen. Und ja, also bunt gemischtes Programm. Und wir starten mit Linwood Falls, dem ersten Teil Sommer der Liebe von Helen Paris. Habe ich irgendwie bei NetGalley entdeckt und klang nach einem wunderbaren Wohlfühlbuch, nach einer tollen Geschichte. Der Klappentext hat auch hier ein wenig an Redwood erinnert, weil wir hier eben auch eine Tierärztin haben, die von der Großstadt in eine Kleinstadt geht und sprach aber einfach für das Buch, weil ich Redwood, dieses Konzept, richtig toll fand, habe ich mich natürlich gefreut, so etwas Ähnliches zu entdecken. Das Cover, ja, war mir eine Spur zu kitschig. Hat auch nicht ganz dieses Redwood-Feeling eingefangen oder auch dieses Virginia Falls, nein, wie hieß die Reihe? Virgin River. Das ging ja in so ein ähnliches Konzept oder auch ja, das Buch, was ich vor 2-3 Wochen gelesen hatte, war ja auch so ein bisschen ähnlich vom Cover konzipiert. Ich habe schon wieder verdrängt, wie es hieß, es ist echt unglaublich. Was in Schweden oder Norwegen gespielt hat. Und das waren normale Ärzte. Ja, aber gut, ja, so schnell Schall und Rauch sind Bücher, die eben irgendwie auch nur so ein bisschen okay sind. Ja, dadurch, dass ich es aber als E-Book gelesen habe, war es auch nicht schlimm und ich bin sehr happy gewesen, dass ich es über NetGalley als Rezensionsexemplar zur Verfügung bekommen habe. In der Infobox findet ihr übrigens alle Bücher und dann auch die Infos, was ein Rezensionsexemplar ist oder war, und da könnt ihr euch gerne mal umschauen. In dem Buch treffen wir auf Hope, eine Tierärztin aus New York, und ja, wir erleben so ein bisschen ihr Leben in New York. Auch ihr Freund Colin lernen wir kennen und ja, wir erleben das aber tatsächlich nur relativ kurz, denn wir erfahren relativ schnell, dass es einen Notfall in ihrer Familie gibt und sie ja die Familienpraxis übernehmen muss, dort aushelfen soll, und so reist sie relativ schnell von New York nach Linwood Falls. Dort angekommen trifft sie auf ihre große Ex-Liebe Ryan und ja, da merkt man doch recht schnell eine Spannung, die noch herrscht, dass die sich auch so ein bisschen in Streitigkeiten getrennt haben, und trotzdem hängt sie scheinbar trotz Colin noch an Ryan. Ja, beide müssen aber jetzt miteinander zusammenarbeiten, denn auch Ryan arbeitet in der Tierarztpraxis und ja, sie versucht sich auch relativ schnell ja, wieder dort anzukommen. Sie hat sich doch ein bisschen entfremdet und merkt recht schnell, dass sie jetzt doch eher der Großstädter ist als ja, der Kleinstadtbewohner. Sie kann mit mancher Gepflogenheit zu Beginn nicht mehr so richtig, gewöhnt sich aber dann doch auch wieder dort ein. Und dann herrscht natürlich so ein bisschen der Konflikt alte Liebe in Linwood Falls und neue Liebe eben in New York City. Und ja, natürlich auch so ein bisschen, was die Familie angeht, was diese Städtchen angeht, ja, was wir so ein bisschen ja, auch einfach über die Bewohner dort erfahren. Und ja, wir haben hier so ein bisschen schon das Redwood-Feeling, aber auch für mich kommt dieser Start der Reihe nicht so richtig ran. Es war wieder ein okay Buch. Es war atmosphärisch sehr wohlig und gemütlich und man fühlt sich auch direkt dort angekommen. Man hat das Städtchen vor Augen und es passte für mich jetzt auch gut einfach in den Oktober, sowohl von meiner Stimmung als auch, ja, was ich jetzt, worauf ich eben auch einfach Lust hatte und natürlich auch, was das Wetter draußen so ein bisschen hergibt.
Was mir sehr gut gefallen hat, waren definitiv die Beschreibungen des Städtchen Lynnwood Falls, wo ich sage, man hatte die Stadt vor Augen, Häuser, Straßen, die Umgebung. Man hatte eine tolle Vorstellung von dem Ort. Ich finde, da ist sich wirklich sehr viel Mühe gegeben worden, uns dieses Städtchengefühl näher zu bringen. Sprachlich war es aber sehr einfach gehalten. Es gab wenig Ausschmückungen und war im Grunde auch einfach nur okay. Es war gut. Ich habe es gerne gelesen, es ist jetzt aber kein Highlight oder ein Must-Read, aber es hat mich einfach gut die Seiten unterhalten. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es keine Ich-Perspektive gegeben hat, was uns, fand ich, so ein bisschen die Charaktere einfach näher gebracht hätte. Und was ich, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen schöner gefunden hätte, als es so ein bisschen distanzierter zu lesen, wie es jetzt so ein bisschen erlebt wurde. Auch wurde ich so mit den Charakteren nicht ganz warm. Ryan war da noch am ehesten sozusagen der Herzenscharakter, der mir ans Herz gewachsen ist und den ich richtig toll fand. Und ja, bei Hope hatte ich einfach oft das Problem, dass ich mich nicht so richtig mit ihr warm wurde, dass ich viele Dinge von ihr nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und ihre Selbstlügen haben mich sehr gestört. Und ja, was ich so ein bisschen damit meine, ist, dass sie sich viel schöner redet und aber eigentlich weiß, dass es nicht so ist. Also gerade auch ihre Beziehung zu Colin, da merkt man als Leser relativ schnell, was da alles nicht gut läuft. Und sie redet sich, obwohl sie ja merkt, dass irgendwas nicht gut läuft, redet sich aber viel ein. Und ich weiß, dass man da als Mensch durchaus dazu neigt, sich Dinge schön zu reden, aber ich konnte mit diesen Selbstlügen zum Teil eben auch in ihrer Welt nicht so viel anfangen. Das fand ich ein bisschen, also ich fand es einfach zu viel. Also vor allem ist es ja auch hier eine erwachsene Frau, die Tierärztin ist, also die auch, ich sage jetzt mal, gebildet ist, die im Leben steht. Und das finde ich sehr befremdlich, wenn sich erwachsene Menschen so jugendlich, sag ich mal, unterhalten. Aber vielleicht ist das so. Vielleicht bin ich einfach nur zu ernst. Das kann durchaus sein, dass das ja schon immer vielleicht mein Problem war. Persönlich dann auch noch so ein bisschen waren es mir zu viele Nebencharaktere. Also ich verstehe, wo es hingeht, denn es wird ja mehrere Teile geben und dann ist es natürlich schön, wenn man die Charaktere schon mal irgendwo gehört oder getroffen hat. Diese kleinen Nebengeschichten waren mir aber manchmal auch ein bisschen viel und ich habe mir dann auch nicht alle Namen merken können und war dann auch irgendwann mal verwirrt. Aber es war okay, es war schön, ich habe es gelesen, ich habe mich wirklich gemütlich, wohlig gefühlt und angekommen gefühlt und ja, deswegen habe ich das Buch dann auch beendet. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber mehr tatsächlich nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich finde auch ein gutes Buch, ein okay Buch, ist absolut in Ordnung und ja, wenn man da trotzdem einfach Spaß am Lesen hat. Und dann haben Becky und ich Nevernight 3 beendet. Die Rache von Jay Kristoff. Es ist der Abschluss der Trilogie und es war ein Wahnsinnsabschluss. Es war eine grandiose Reihe, es war geile High Fantasy und es war einfach nur Hammer. Es ist eine Highlight-Reihe, eine Lebenslese-Highlight-Reihe. Es ist so geile High Fantasy, dass ich bin da wirklich geflasht und begeistert. Und ich, ja, habe ja schon im Hörgenuss geschwärmt. Ich packe euch das Video auch unten in die Infobox. Ich werde jetzt hier gar nicht mehr so viel erzählen, weil ich glaube, ihr könnt es am Ende schon gar nicht mehr hören. Ja, für mich einfach der Hammer. Auch der letzte Teil hat Wendungen und Ideen, die ich einfach Hammer fand. Also es ist wirklich eine Reihe um Mia Kovere, die ja im Grunde zur Assassinin wird, weil sie Rache möchte für den Tod an ihrem Vater. Und dann so viele Dinge passieren, auch innerhalb kürzester Zeit. Also was manchmal in einem Abschnitt, was ja bei uns so ungefähr ja, 70 Seiten, 80 Seiten waren, was da manchmal passiert ist, daraus ergeben sich in anderen Büchern ganze Bände und es war spannend, packend, atmosphärisch, bildhaft, es war in den Bann ziehend und es war einfach großartig. Also mir fehlen da auch die Worte, ich saß auch am Ende im letzten Band so oft sprachlos da, ich habe an Emotionen alles gehabt, von Trauer über Wut, über Abschiede, über Überraschungen, natürlich auch der sehr ironische, sarkastische Humor des Erzählers der Geschichte, die ich großartig fand. Ich mochte das Derbe, das Dunkle, das Düstere, das Brutale und ich bin da ja sonst nicht der größte Fan,
Habe aber dieses Jahr doch Dark Fantasy technisch gerade mit der Hexerreihe und natürlich jetzt auch mit Nevernight. Ja, ich glaube jetzt schon so ein bisschen ein Fell angelegt, wie man so schön sagt. Ich fand es großartig. Also jeder, der High Fantasy mag, der auch ein bisschen was Brutaleres durchaus mag und es gerne liest. Ich weiß, es klingt so merkwürdig, aber man muss das mögen. Man muss mögen, dass da Schimpfwörter und dass da Schublade verwendet werden, dass es wirklich derb zur Sache geht, auch erotische Momente hat und die auch sehr detailreich sind, was ich ja im Liebesroman-Genre oder im New Adult gar nicht mag, mich hier aber tatsächlich gar nicht so gestört hat. Und ich glaube, das lag natürlich auch am Sprecher, an Robert Frank, den ich wirklich ganz nach oben auf dem Podest, ich glaube zu Nathan und Jäger irgendwie hochheben möchte, weil ich den großartig als Sprecher fand, oder auch Rufus Beck steht da auch mit auf dem Podest, weil ich finde, er hat jedem Charakter eine sehr eigene, besondere Stimme gegeben und das auch wirklich atmosphärisch erzählt und eine bombastische Reihe, die vertont auch wirklich der Hammer ist, unglaublichen Spaß gemacht hat und Band 1 und 2 stehen ja schon im Regal und ich glaube Band 3 werde ich mir dann vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag irgendwie mit einem Gutschein irgendwie einlösen oder mal auf die Wunschliste setzen, weil das hätte ich definitiv, ich hätte die Reihe sehr gerne in meinem Regal, weil die ist echt bombastisch. Und jetzt kann man sich fragen, huch, du hast sie doch gar nicht gelesen, stellst sie dir trotzdem ins Regal? Ja, weil ich möchte sie sehen und ich möchte dieses Gefühl ganz tief spüren, was ich beim Hören hatte. Und ich verlinke den Hörgenuss unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu hören wollt. Das Buch wird definitiv noch einige Male auftauchen und auch dann spätestens natürlich in den Jahreshighlights einen Platz finden, weil es war wirklich der Hammer. Groß, groß, großartig, hat mir unglaublich gut gefallen. Und zum letzten Buch der Woche kann ich noch gar nicht so viel sagen. Das ist The Woman in the Window. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, je nachdem, wie die Sonne wahrscheinlich reinkommt. Von A.J. Finn, das Buch, was wir im Leseklub lesen für den Oktober. Ihr findet auch den Leseklub immer unten in der Infobox, wenn ihr gerne mal Lust habt, gemeinsam was mit uns zu lesen. Im November ist Fantasy dran und die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Also wenn ihr darauf Lust habt. Ja, wir haben jetzt damit begonnen in der letzten Woche, ich glaube am Donnerstag. Dementsprechend waren eben erst 4 Leseabschnitte gelesen. Und es ist ein Thriller. Ja, ich glaube gar nicht. Ja, doch, steht hier drauf. Was hat sie wirklich gesehen? Erinnert vom Stile ein bisschen an Hitchcocks Das Fenster zum Hofe. Denn wir haben hier eben eine Frau, die unter Angststörungen leidet und die ihre Nachbarn durch das Fenster beobachtet. Und das, wie ich finde, sehr exzessiv. Und das finde ich tatsächlich auch sehr gruselig, dass meine Nachbarn mich beobachten und wissen, wann ich gehe, wann ich wiederkomme, wem ich mitbringe, was da am Ende vielleicht auch passiert. Vielleicht sogar wissen die, wo ich hingehe. Also es ist schon sehr eine gruselige Vorstellung. Und wir lernen sie eben kennen. Anna Fox ist an sich auch Kinderpsychologin. Da ist aber etwas vor 10 Monaten, glaube ich, passiert. Und seitdem hat sie Angststörungen. Sie hält es nicht mehr auf offenen Flächen irgendwie auf und wohnt eben in diesem Haus jetzt mehr oder weniger alleine, hat noch einen Mieter und dann ziehen neue Nachbarn ein und da passiert dann was. Und ja, bisher gefällt mir das Buch tatsächlich sehr, sehr gut. Man hört ja sehr gemischte Gefühle. Es ist tatsächlich noch gar nicht so viel am Anfang passiert, aber die kurzen Kapitel, die interessante Sichtweise, die Anna auf die Welt hat, ihre Nachbarn und sich selbst, finde ich sehr spannend. Auch so ein bisschen ihre Angststörung, ihr psychologisches Problem, finde ich sehr realistisch dargestellt, sodass man irgendwie schon in sie hineinfühlen kann und sich tatsächlich schon die Frage stellt, wie ist es wohl, wenn das mir so erginge. Also finde ich bisher sehr gut. Es spielt ja auch Ende Oktober, also hier drin war dann auch irgendwann Halloween. War natürlich auch ganz lustig, dass wir es jetzt im Grunde auch in einem Oktober lesen. Mir gefällt nach wie vor auch natürlich der Austausch immer im Leseklub. Macht super viel Spaß. Zudem hat ein guter Freund von mir das Buch jetzt auch
in der Hand und liest es. Und da tauschen wir uns dann im Grunde auch noch privat über WhatsApp ein bisschen aus. Ja, macht auch sehr viel Spaß. Also ich finde, gemeinsam lesen bereichert das Lesen. Und ich möchte es tatsächlich gar nicht missen, so 1, 2, 3 Bücher im Monat mit jemandem zusammenzulesen. Das macht mir wirklich große Freude. Und natürlich auch im Leseclub, weil man da einfach auch bunt gemischte Meinungen hat. So bunt wie die Bücher sind auch die Leser. Und das macht eben auch besonderen Spaß. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und wie gesagt, das Novemberbuch ist jetzt Fantasy. Mal sehen, was dann im Dezember zu uns zu finden wird. Da müssen wir uns erstmal noch so ein bisschen ans Brainstorming machen. Und The Woman in the Window in der nächsten Woche. Auf jeden Fall ein paar mehr Infos dann dazu, wie ich es letzten Endes gefunden habe. The Masked Singer hat gestartet, die dritte Staffel, die zweite in diesem Jahr mit 10 Prominenten in Kostümen, wurde begonnen. Eine Sendung, die für mich sehr viel vereint. Unterhaltung, Witz, Humor, auch dass sich die Leute einfach nicht so ernst nehmen und eben Musik. Manchmal sind die Songs sehr nah am Original, manchmal sind es ganz andere Versionen. Ich bin ein großer Fan der Jury. Wir haben Sonja Zietlow, die ich einfach von ihrer Art her super sympathisch finde. Und wir haben Bülent Ceylan, den ich tatsächlich auch immer mal ganz unterhaltsam und lustig finde. Ich habe es nicht ganz so mit Comedians, aber der ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Und der war ja, glaube ich, auch in der ersten Staffel selbst dabei und war da doch dieser Metal-Engel, wenn ich mich nicht irre, oder? Der ja auch so eine sehr geile Version von Helene Fischers Atemlos gesungen hat. Wenn ich mich gar nicht täusche. Aber die erste Staffel ist tatsächlich im letzten Jahr irgendwie an mir vorbeigegangen. Die zweite Staffel lief ja dann so im März, April. Die habe ich geschaut, die hat mich wirklich beeindruckt und die fand ich wirklich ganz unterhaltsam und toll, weil eben Musik sehr viel auch in mir auslöst. Ich mit Musik sehr viele Gefühle, Emotionen, Momente irgendwie auch verbinde. Und es gibt so ein schönes Zitat, dass es Musik entweder schafft, sich an etwas zu erinnern oder etwas zu vergessen. Und ich finde tatsächlich, dass da Musik eine große Kunst hat und einfach einen da auch absolut reinziehen kann. Und dementsprechend eine Sendung, die mir sehr viel Spaß macht. Die erste Staffel, die erste Folge jetzt hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist jetzt ja die Biene herausgefallen und hätte ich jetzt eine Spoilerwarnung geben müssen, ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, mittlerweile weiß man das auch. Und ja, ich freue mich jetzt auch auf die zweite Folge, die ich aber nicht live sehen werde, aber werde sie auf jeden Fall im Nachgang anschauen und bin da mega gespannt, wer da demaskiert wird, welche Tipps es noch gibt. Mit dem Raten tue ich mir tatsächlich nach wie vor sehr schwer, weil ich nicht so viele deutsche Promis kenne. Gerade die dann eben in so Formaten sind, die ich nicht schaue, tue ich mir natürlich schwer. Gut, jetzt Veronika Ferres, die Biene war, die habe ich gekannt. Das ist ja doch eine recht bekannte, große deutsche Schauspielerin. Die hat mir was gesagt, die kannte ich, hätte ich aber an der Stimme nie erkannt. Beim Rest wird es immer schwierig, gerade wenn es vielleicht irgendwie YouTube-Stars sind, Instagrammer, wenn es Leute sind, die irgendwie bei einem Bachelor oder keine Ahnung unterwegs waren oder bei Topmodel. Da bin ich gefühlt halt einfach raus. Aber darum geht es auch gar nicht. Es ist eher so dieses Gefühl bis dahin und dann mitraten. Und also ich habe schon einen Favoriten. Das ist definitiv Anubis. Nicht nur wegen meiner Liebe zu Ägypten, sondern auch, weil ich das Kostüm wirklich Bombe finde und auch den Sänger darin großartig finde und ich mega gespannt bin und wer da wohl so ein bisschen dahinter steckt. Dann habe ich angeschaut in der Woche Gravity. Das ist ja im Grunde, es ist schon irgendwie, es ist Science Fiction eigentlich nicht wirklich, weil, also es geht um das All und wir treffen dort auf Sandra Bullock und George Clooney, die hier im Grunde ein Experiment durchführen. Und dann gibt es aber irgendwie einen Meteoritenschauer, beziehungsweise wurde etwas im All getroffen, was dann auf ihrem Wegbahn sich macht und die zwei müssen dann eben irgendwie versuchen, wie sie denn wieder auf die Erde kommen, denn ihr eigenes Raumschiff wird eben so zerstört, dass sie damit nicht mehr zur Erde fliegen können. Und sie selbst, also der Charakter von Sandra Bullock gespielt, ist aber eigentlich gar nicht wirklich Astronautin, mehr oder weniger, sondern eben eigentlich wegen dem Experiment oben im All. Und an und für sich tatsächlich ist es gar keine Science Fiction, weil das alles schon so passiert. Also, das ist alles irgendwie möglich, deswegen ist es für mich nicht direkt Science Fiction, für mich ist es vielleicht eher so ein Weltraum-Spannungsdrama, kann man sowas sagen. Und natürlich bezieht man den All sehr oft mit Science Fiction ein,
Aber ich finde tatsächlich, dass das eben alles schon möglich ist und es gibt Weltraumspaziergänge. Fiction eigentlich, so ein bisschen weiter weg. Aber definitiv irgendwie eine Weltraumgeschichte mit Drama und Spannung. Ist aus dem Jahr 2013 und ich kann mich noch sehr gut an das Kinogefühl erinnern, denn Gravity zeigt sehr deutlich die Stille aus dem All. Wo man ja sehr oft übertreibt in Filmen mit Geräuschen, die da passieren. Das ist ja nicht so. Die einzigen Geräusche, die man hört, ist man im Grunde selbst. Es sind die eigenen Geräusche, wenn man im All ist. Und das fand ich damals im Kino beeindruckend, dass einfach Stille herrschte. Und dass diese Stille so laut war. Und das fand ich echt großartig. Also dieses Kinogefühl, also das schafft man dann auch nur im Kino. Und das ist wirklich was, was mir in diesem Jahr sehr, sehr, sehr fehlt. Aber ja, kann ich mich dran erinnern. Funktioniert zu Hause nicht ganz, aber ja, macht dennoch natürlich Spaß, den Film zu sehen. Es gab auch im Folgejahr, ich glaube, dann 7 Oscars oder 6 Oscars. Sandra Bullock und George Clooney waren nominiert, haben ihn aber nicht bekommen. Aber es gab für die unterschiedlichsten Dinge. Also er wurde auch sehr gut ausgezeichnet. Also für mich wirklich auch ein Film, den ich sehr gerne schaue. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum 3. Mal gesehen. Und ja, immer wieder faszinierend. Und mich zieht es gerade in diesem Jahr auch öfter mal ins All. Ich glaube, ich muss da mir auch mal buchtechnisch einfach irgendwie was suchen. Vielleicht hat ja jemand einen Buchtipp, der im All spielt und ja, der spannend ist. Und ja, gerne so in diese Richtung Gravity, ja, Interstellar oder ja, auch natürlich der Marsianer war ja auch großartig. Auch Away, die Serie auf Netflix, hat mir mit 1-2 Kritikpunkten ganz gut gefallen. Also wer da Tipps hat, gerne mal in die Kommentare, würde ich mich freuen. Und ja, ich glaube, das war es soweit zu der Bücherwoche. Ich hoffe, ja, sie war ein bisschen unterhaltsam für euch. Schreibt mir gerne, was ihr so ein bisschen gerade gelesen habt oder gerade auch lest, wie ihr das findet. Serientipps sind immer gerne gesehen. Und ja, vielleicht seid ihr ja auch gerade mit dabei in der Leserunde zu The Woman in the Window. Dann können wir uns ja gerne spoilerfrei natürlich auch ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.